Pfeif ab! Und nochmal die Konterchance für Gacinovic. Jetzt sind wir auch losgelaufen. Ja. Kimmich in Richtung Hummels und wieder Latte. Ich gehe mal davon aus, wenn das Tor fällt, sind wir, wird's eng. Davor Hummels mit der Kopfball-Bogenlampe. Ist er dran? Keine Ahnung. Sieht man nicht, ne? Ne? Nee. Nein. Glück gehabt. Oder war nicht schon sehr platt, als du reinkommst? Ja, wenn du 80. Minute hast im Pokalfinale gegen Bayern, dann musst du den Tank leer machen. Und wie gesagt, ich habe ja damals schon gesagt, wenn du noch den Ausgleich kassierst und es wirklich in die Verlängerung geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass... Jetzt kommt das Tor. Oder? Ja. Rebic jetzt mit der Chance. Rebic 2-1. 82. erneute Führung für die Eintracht. Geiles Tor. Also bist du hinten geblieben zum Jubeln? Ich weiß gar nicht, das hätte eh keinen Sinn gemacht. Bis ich da angekommen wäre, dann hätte der Schiri schon wieder angepfiffen. Er zählt. 2-1 Eintracht. Und trotzdem, du weißt, du führst 2-1, sind also noch plus Nachspielzeit, sind es trotzdem noch 10, 11, 12 Minuten, ey. Das ist halt immer noch Bayern. Alex als Stürmer, die macht ja nicht so schlecht, oder? Super. Alleine wie er anzieht und den Ball dann im Vollsprint sich vorlegt, perfekt. Und dann auch noch ein ganz cooler Abschluss. Aber was wegen der Zeit ist, wenn du draußen sitzt, die Zeit geht viel langsamer rum, als wenn du auf dem Platz stehst. Du guckst jede 15 Sekunden gefühlt auf die Uhr und... Ja, wie gesagt, gerade gegen Bayern machst du es ja noch öfters, ne? Ja. Weil du weißt, dass die ja innerhalb von Minuten noch das Spiel auch drehen können. Ich glaube schon zu meiner Auswechslung, als ich reingekommen bin, war die Devise eigentlich auch nur noch, das irgendwie in die Verlängerung zu schaffen. Ich glaube nicht, dass ich reingekommen bin, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt noch das 2-1 erzielen, sondern wir haben dann von 4 auf 5 hinten umgestellt. Und das ist ja dann schon das Signal eigentlich zu sagen, okay, komm, lass das über die Zeit bringen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind dann irgendwann schon alle aufgestanden auch und wollten auch in den Innenraum, aber man hat uns da noch nicht gelassen. Ich glaube, wir sind dann alle aufs Spielfeld aber gestürmt, wo der Mia das Ding dann reingemacht hat. Oh, viele wichtige Kopfbälle, die Innenverteidiger Abraham, Salcedo und Koda. Das ist jetzt so, David nach vorne rennt, ne? 4 Minuten am Ball ist. Das ist nicht unbedingt seine Position als Rechtsaußen. Abraham, geht einfach mal, David Abraham. Das hat er gemerkt, klappt nicht. Und David konnte das körperlich. Ja. Wenn ich das gemacht hätte, wäre auswechseln werfen müssen. Kimmich bei der Ecke, der kommt nicht schlecht. Erstmal geklärt, Alaba hat ihn auf dem Rechten. Das ist nicht sein Starker. Und dann Wagner! Das ist ja auch untergeht, ist eigentlich so ein bisschen der Save von Lukas Radetzky. Aber jetzt, das könnt ihr ja mal kommentieren. Kimmich bei der Ecke, der kommt nicht schlecht. Erstmal geklärt, Alaba hat ihn auf dem Rechten. Das ist nicht sein Starker. Und dann. Ja. Stimmt, das hat man so gar nicht auf dem Schirm, ne? Dass er den eigentlich noch super gehalten hätte. Aber vielleicht wäre es abseits gewesen. Das ja schon. Vor ihm. Wie hättest du es, Marco, auf dem Platz, dass du direkt... Gar nicht. Oh, 1 Meter? Nee, ich hab's gar nicht wahrgenommen. Ich hab's dann auch erst nach dem Spiel das erste Mal so wirklich gesehen. Dann auch in mehreren Einstellungen. Auf dem Spiel ist das so gar nicht... Wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ne, also ist schon, man sieht einfach nicht, dass sein Fuß sich bewegt von Martinez. Ich glaube, das war der Punkt, der uns da Glück gebracht hat. Alex, hast du es auf der Bühne irgendwas gesehen gehabt oder keine Ahnung? Oder? Nee, wir wollten schon runter, wir haben auch nichts mehr im Fernsehen gesehen. Und da haben wir natürlich nur gehofft, dass es keinen Elfmeter gibt. Es gibt Ecke! Es gibt nur Ecke! Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt hast du einfach nur im Kopf, okay, du weißt, das ist die letzte Aktion. Und irgendwie verteidigen das Ding. Ist. Kimmich. Und dann schießt er so eine Scheibe. Willems ist da. Pfeif ab! Und nochmal die Konterchance für Gacinovic. Jetzt sind wir auch losgelaufen. Ja. Der kann ihn drauf machen und er macht ihn drauf! 3-1, das war's! Die Eintracht gewinnt den DFB-Pokal 2018. Und dann wusste ich gar nicht mehr, ob er schon hat da abgepfiffen dann. Also ich habe weder Pfiff gehört noch sonst irgendwas.
Marius dabei, Wolfi. Ah, Alex, da bist du ja. Wir sind hingekommen. Ja. War schon ein kleines Wunder, muss man sagen. Bayern zu der Zeit natürlich das absolute das Maß aller Dinge war. Und der Heinke ist dann nochmal alles weggemacht. Ich habe ja vornherein schon gesagt, dass das wahrscheinlich auch so das letzte Finale wird. Umso älter man wird, außer man heißt Hasebe, dann kann man noch mal ein paar Finals spielen. Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn du in einem hohen Alter bist und du weißt, okay, es geht vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre und du jetzt nicht bei Bayern spielst, wo du weißt, du hast jedes Jahr eigentlich ein Finale, dann war das natürlich was Besonderes, was Großes. Vor allem, weil es dann jetzt mein dritter Anlauf war. Und das dann zu schaffen, war schon, ja, so mein Highlight als aktiver Spieler. So viele hatte ich nicht.